Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Ja, mein Hals immer noch, ne? Und so, es ist auch noch Freitag. Ich werde mal schauen. Ich weiß noch zwei Spiele, oder das ist der Plan jetzt hier in der Aufnahme. Und dann schaue ich mal, wie ich mich fühle, wie sich mein Hals anfühlt. Und wenn es gut geht, dann mache ich noch zwei. Ansonsten ist es das dann gewesen. Aber dann haben wir ja auch 18 nur noch übrig. Das geht ja dann eigentlich. Okay, Bundesliga, Bundesliga, ja, Bundesliga. Also Stindl muss halt langsam mal treffen, zugegebenermaßen. Und Modest würde ich mich auch freuen, wenn der mal ein bisschen mehr macht. Und bei Goretzka, ich kann mich noch nicht so richtig entscheiden, ob ich ihn jetzt kicken soll gegen Bentaleb oder ob ich ihn erstmal weiter testen soll. Er ist schon ganz okay. Die Frage ist aber halt, ist er okayer als Bentaleb? Fünf Spiele, kein Scorerpunkt. Ich glaube halt ehrlich gesagt nicht. Bentaleb hat halt einfach. Wir gucken mal nach, was Bentaleb für eine Quote hat. Spiele, 17. Also sagen wir mal 85. Sagen wir mal 85. Mal 85, 17, also 17 durch 85, 0,2, also er macht aller 5 Spiele macht er einen Scorerpunkt. Okay, das ist jetzt halt bei 85, das ist jetzt also noch komplett im Rahmen bei Goretzka. Wenn man die beiden miteinander vergleicht, ist Bentaleb nur im Tempo schlechter, Schuss besser, Pass deutlich besser, Dribbling besser, Defense besser, Physis besser. Mein Gefühl sagt mir halt, dass Bentaleb besser ist. Mein Gefühl sagt mir halt, dass Bentaleb besser ist. Ist mir, glaube ich, auch, also ist mir, glaube ich, auch häufiger aufgefallen. Ich werde ihn jetzt tauschen. Ich habe mich entschieden für Bentaleb. Bedeutet aber, dass wir ihn wieder auf die andere Seite stellen müssen. Und dass wir die Spielerrollen wieder, Spieleranweisungen wieder wechseln müssen. Nee, ich wollte eigentlich nochmal schnell schauen. Eigentlich nochmal schnell schauen, wie es aussieht mit. Oh, jetzt mache ich aber auch nur Rotz. Spielerrollen. Spielerrollen! Reus, Reus, Reus. Ah, ich habe vergessen nachzuschauen, ob. Ich habe vergessen nachzuschauen, ob Modest auf den besseren Elfmeter kommt. Er musste auch noch keinen Elfer schießen. Ich stelle jetzt erstmal Modest ein. Ich glaube, er bekommt plus 5 bei Maestro. Bin mir nicht 100% sicher. Ja, wir gehen wieder raus. Ich will natürlich spielen. Also dann, jetzt spielen wir einfach mal und ich hoffe einfach, dass Modest Bock hat. So wie alle anderen auch. In dark and windless Miromir. Was ist denn das für ein Trikot? Das ist ja witzig. Oh, nee, kein Bock. Weiße Hose, dieses Trikot, das erste hat mich ganz sehr verunsichert, deswegen sage ich jetzt einfach mal, wir nehmen jemand anderes. Das sieht doch gut aus. Okay, konzentrieren. Bisher lief es okay, aber es kann in jedem Spiel kippen. Da haben wir ein eher schwaches Team, aber natürlich trotzdem mit Martial und Lacazette ziemlich gute Stürmer und das, ich glaube, der erste Gegner hatte ja auch ein nicht ganz so krasses Team und hat aber sehr gut gespielt. Da haben wir auch mit entsprechend ein bisschen Glück gewonnen. Jetzt hoffe ich mal, dass wir hier die individuelle Klasse auf den Platz bekommen. Schauen wir mal. Gut gemacht mit Modest. Der Pass war aber falsch, aber. Das ist ein V. Oh, Freunde. Schade, dass nach Reus drüber gefallen ist.
Schön gemacht von Hummels. Boah, krass. Matuidi ist doch niemals so schnell. Was ist denn da los? Kann natürlich sein, dass er Shadow oder sowas als Chemistry Style hat, das weiß ich nicht. Schöner Pass von Stindl. Tick zu kurz. Ah, Gegner spielt halt nicht schlecht, das merke ich jetzt schon. Es wird schwierig gegen den. Hector! Das war knapp. Aber da wäre ich auch schwer enttäuscht gewesen von Sommer, wenn er so reingehen würde. Ich wollte normal, also ich habe normalen Pass gespielt, der macht einen Laufpass draus. Danke. So hab ich gesagt. Schön gemacht von Vidal. Und dann komplett blöd drauf reingefallen. Eigentlich hat sich Vidal den Ball direkt wiedergeholt, aber es hat nicht gereicht. Wieder gut von Vidal. Es wird sogar als Foul von mir angesehen. Was war das denn? Egal. Es wird ultra schwer gegen den, aber uns bleibt nichts anderes übrig. Wir gleichen jetzt wieder aus. Was für ein Lacker, ey. Was für ein Lacker. Natürlich kann ich wieder sagen, okay, du darfst halt die Flanke da nicht spielen, wenn das nicht klappt. Aber ehrlich gesagt, wir hatten halt so viel Platz. Ich hab nicht mal ansatzweise geahnt, dass der Ball da hängen bleibt, wenn ich ehrlich bin. Schwacher Pass von Bentaleb. Hat sich ja direkt wieder gut eingefügt. Hat er gedacht, er kann ihn direkt nochmal schlänzen. Ja, nicht auf Stehen, sondern auf Modest. Gut, jetzt ruhig bleiben. Nicht durchdrehen. Es ist das ein Tor. Nicht durchdrehen. Bleib einfach ruhig. Bleib einfach ruhig. Ist alles gut. Wieder der falsche Spieler, den er anspielt. Wollte eigentlich eins weiter nach hinten passen, aber egal. So, jetzt ruhig bleiben. Und noch genügend Zeit. Schön getunnelt. Gut gemacht von Bentaleb. Knapp, aber nicht gut, der Schuss.
so billig, wie er den abfangen konnte. Generieren halt auch keine Torschancen, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Meine Fresse, ich werde jetzt eine andere Formation nehmen, weil ich komme einfach nicht durch. Fuck! Dieses Drecks-Gegentor regt mich auf, ey. Weil es halt einfach komplett geschenkt war. Dann war angeblich noch ein Foul von meinem Verteidiger, klar. Scheiße, Mann. Also es fällt mir gerade schwer, ruhig zu bleiben, muss ich zugeben. Gerade gegen das Team. Der Gegner spielt aber gut, wie gesagt, aber das ist halt einfach ein geschenktes Tor. Er macht halt. Es war halt die torgefährlichste Situation. Er hat halt sonst, ne? Das ist halt das Ding, was mich stört. Und das geht nicht hin. Er hat halt auch ein super gutes Gegenpressing. Was für ein. Ich kotze ab, ey. Was? Wieso? Da war doch nichts los. Die nimmt er normalerweise in der Hand. Wieder so eine Scheiße von Sommer. Das ist das zweite Mal. So. Ruhig bleiben. Haben wir schon 2-0 gedreht. Aber das ist halt krass. Das erste Tor, okay, da kann man ja sagen, es ist meine Schuld. Aber das zweite Tor ist halt sowas von nicht meine Schuld. Jetzt fällt es mir echt gerade schwer, ruhig zu bleiben. Komm. Komm, bleib ruhig. Es sind nur zwei Tore. Du hast noch alle Chancen der Welt. Komm schon. Bleib einfach ruhig. Nicht mal die Ecke. Was für ein Lapper, ey. Ja, ich krieg mich gerade nicht mehr ein, von daher ist verdient. Aber ich krieg's gerade nicht hin, mich wieder einzukriegen. Ersten zwei Tore halt komplett geschenkt. Dritte ist meine Schuld. Erste vielleicht auch, aber wie gesagt, ich verstehe halt nicht, warum es da. Na, ist auch egal. Ich hab's ja selber gesehen. Fehlt natürlich jetzt ein Innenverteidiger, ich habe also auch keinen Bock jetzt zu wechseln. Nochmal rot, geil. Oh, und dann lackt er sich auch noch so ein Tor, krass. Naja, was soll, das muss auch mal sein. Scheiße, Mann. Ich hätte mich halt logischerweise mehr zusammenreißen müssen nach dem 2-0, aber ich fand es so schwer, weil es halt einfach wieder so ein Bild. Aber gerade die Tore, gerade in solchen Situationen muss ich halt dann auch ruhig bleiben, auch wenn es schwer ist. Aber wie gesagt, das ist dann halt einfach ultra schwer.
Schöner Kopfball von Modest. Schade, dass er den nicht platziert. Wollte eigentlich auf den zweiten Pfosten flanken. Dann machen wir ja noch einen Ehrentreffer. Es wäre wahrscheinlich auch, wenn ich ruhig geblieben bin, nach dem 2-0 nichts geboten, weil er halt einfach super gut verteidigt, ein sehr gutes Gegenpressing spielt. Aber ich habe es halt logischerweise trotzdem zu einem gewissen Teil dann mir komplett verbaut. Drei rote Karten hat er nicht geschafft, neuer Rekord. Jetzt habe ich noch einen Verteidiger. Pisscheck. So, jetzt aufgejagt. Oh, scheiß Spiel. Aber das waren halt auch zwei so bittere Gegentore. Oh, das erste Tor kann ich aber gerade so akzeptieren, weil es vielleicht zum Teil meine eigene Schuld ist. Aber das zweite, sorry, aber wie soll man da wieder die Scheiße bauen? Ist der Wahnsinn. Es zählt sogar noch als Eigentor, weil Ben Arva zuletzt dran war. Danke. Jetzt hat er aber keinen Bock mehr, oder was? Schade, zwei schön ausgenascht, aber das hat nicht gereicht. Macht das nicht mal alleine. Oder legt ihn noch ab. Loser. Ärgerlich, ärgerlich. Wie gesagt, emotional natürlich schwach von mir. Weil, ach nee, Dembele hat doch gezählt als Tor. Was die Konstanta die Freistöße schießt.
Naja, kann man nichts machen. Wie gesagt, ich würde sagen, das Problem ist hier vor allem Luck. Also, Gegner hat gut gespielt, aber nicht besser als ich. Hä, 3-0? Was ist denn jetzt los? Keine Münzen verdient, 3-0? Hä? Der hat doch nicht 3-0 gewonnen. Der hat doch 6-1 gewonnen. Was war das denn gerade? Komischer Bug. Egal, ja, also ich denke aber nicht wirklich. Was? Stindl hat noch eine rote Karte bekommen? Ach so, deswegen. Stindl hat am Ende noch eine rote Karte bekommen und ich hab's. Was? Wann hat ein Bentaleb eine rote Karte bekommen? Krass. Krass, ich hab's echt hinbekommen, dass fünf Spieler eine rote Karte bekommen. Dadurch wird das Spiel abgebrochen und der Gegner bekommt nur ein 3-0 statt ein 6-1 gut geschrieben. Das ist ja lustig. Ach du Scheiße, was ist denn das? Das ist ja geil. Naja, die müssen jetzt mal alle regenerieren, würde ich sagen. Richtig geil. Hä, waren es nicht 5? 1, 2, 3, 4. Ach so, Bender, der fehlt. Gut, dass er eine rote Karte bekommen hat, sonst hätte ich es vielleicht nicht mehr dran gedacht. So, jetzt wieder konzentrieren. Also, Moment mal. Halt, halt. Wieso haben die nicht volle Fitness? Hä? Da das Spiel abgebrochen wurde, hat es wohl nicht gezählt oder was? Seht ihr das? Als wenn sie schon ein Spiel gemacht hätten. Das ist jetzt ein schöner Nachteil. Okay, wusste ich nicht, egal. Ja, es war meiner Meinung nach ein ausgeglichenes Spiel, bis der Gegner sich halt das Tor gelackt hat, wo ich vielleicht mit Schuld habe, keine Ahnung. Aber meiner Meinung nach nicht. Vor allem war das dann kein Foul vom Abwehrspieler, sondern vom Stürmer. Es war halt ein Stürmerfoul in meinen Augen. Und er hat den 89er Lukaku und Hazard. Also der hat auch ein krasses Team. Deswegen verstehe ich nicht ganz, was das sollte. Das erste Tor war also auf jeden Fall glücklich. Wie viel Glück drin war, kann jeder für sich selbst entscheiden. Aber das zweite war halt pure Dummheit, weil Sommer den einfach aufnehmen kann. Man musste halt unbedingt den Ball wieder so komisch wegfausten. Und zwar in den Gegner, in den Fuß. Und dann bin ich halt einfach nicht mehr klargekommen auf diese Blödheit. Also ich dann halt einfach ausgerastet bin nach den 2-0. Ich hoffe, dass ich jetzt meine Emotionen wieder im Griff habe. Und das Spiel hier auch gegen ein sehr gutes Team gewinnen kann. Aber der Gegner hat wirklich sehr gut gespielt. Er hat so ein gutes Gegenpressing gespielt. Das war unglaublich. Bekam den Spieler. Ich bekam Smalling nicht, konnte deswegen keinen Kopfball machen. Also, ja, habe ihn erst bekommen, als er den Ball halt angenommen hat. Okay, er scheint auch jemand zu sein, der gerne rumrennt. Also, was ist denn das? War da abgefälscht? Schade. Ich wollte natürlich direkt Arnautović spielen. Interessanter Pass von Firmino. Hat ja auch keinen guten Passwert. Oh, aber okay, eigentlich habe ich es geahnt, dass der Pass nichts wird, aber es ihn dann so scheiße spielt, war halt wieder krass. Was mache ich denn gerade? Aber es hat auch wieder zu lange gedauert, der Pass. Ja, aber geklärt. Danke. Ach, Pogba war da auch im Team gehabt, habe ich gar nicht gemerkt.
Gibt, glaube ich, eine Ecke. Ich glaube, Van Aanholt war zuletzt dran. Krass. Das ist natürlich super lucky. So, Kane, okay, jetzt mach mal bitte den Kopfball, wir brauchen eins. Das war leider keins. Da habe ich nicht hingezielt, oder wahrscheinlich habe ich hingezielt, aber es war dann richtig dumm. Also wir erobern so auf dem Mittelfeld den Ball und dann kommt halt so eine Scheiße raus. Schon wieder Mittelfeldballeroberung. Mach da mal was draus. So, wieder so eine Situation. Meiner Meinung nach ziehe ich wo ganz anders hin. Was macht denn Firmino da? Warum knallt er denn nicht einfach rein? Ich ziehe nach rechts, meiner Meinung nach. So, ruhig bleiben, ist nichts passiert. Wir hatten eine gute Torschance. Schade. Aber wie gesagt, Smalling hat auch keinen guten Distanzschuss. Was mache ich denn gerade? Ziehe ich den so bescheuert? Das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich muss nach dem Spiel aufhören. Das kann doch nicht sein. Der Gegner verliert so viele Bälle. Bin ich zu blöd gerade oder was? Gut, wenn er natürlich so ein einfacher Pass verkackt wird, klar, dass ich dann keine Torschance generiere. Alter, der Gegner macht so krasse Fehler, das gibt's doch nicht. Ich muss doch mal irgendwann und irgendwie daraus Profit schlagen können. Wenigstens wieder eine Ecke. So, komm jetzt. Die letzten Ecken waren echt ziemlich ungefährlich. De Bruyne fehlt einfach als souveräner Eckenschlager. Komm schon. Ich wusste es. Ich wusste, dass die Ecke geil kommt und dass Kane Bock hat. Ich hab's gewusst. Irgendwie habe ich es gesehen. Also manchmal sieht man es einfach. Das geht ja trotzdem nicht immer rein, aber wenn man sieht, wenn man halt sieht, wie die Flanke kommt, man denkt, ja, da kann er jetzt frei hinlaufen, dann ist es halt oft gefährlich. Und das ist halt 99 Kopfballgenauigkeit, die das dann halt einfach reinmacht. Da muss er ja auch nicht groß springen. Aber ich würde halt gerne meine Spiele auch mal wieder gewinnen durch schöne rausgespielte Tore mit dem Fuß und nicht nur Kopfballtore. Weil wenn Deka hat es ja wenigstens ab und zu mal gemacht und ist vielleicht sogar noch kopfballstärker als Kane, deswegen kann es auch sein, dass ich wieder zu Benteke wechsle. Außerdrehung, sowas darf doch nicht gefährlich sein. Puh, 1-0, aber ich bin überhaupt nicht zufrieden. Ich bin überhaupt nicht zufrieden. Der Gegner macht so viele Fehler im Spielaufbau. Wir haben die bisher einfach nie bestraft. Ich meine, eine Ecke ist halt keine Bestrafung für einen Fehler aus dem Spiel raus. Logischerweise. Klar, Firmino hatte eine gute Chance, muss man einfach sagen, wie es ist.
Ich weiß nicht, warum Firmino da weggeht und nicht hingeht zum Ball. Das wird auch richtig cool. Aber Firmino hat halt das nicht genutzt, diese fast Elfmeterchance. Und es ist kein Foul, krass. Schön, dass wir zuletzt dran waren. Der Gegner aber versucht, ihn zu retten. Da wollte ich ihn eigentlich auch nicht hin, aber ist okay. Jetzt baue ich Scheiße, jetzt baue ich Scheiße, weil das war gerade mein Fehler. Schwacher Pass für Minio wieder. Ich weiß nicht, was das soll. Das Ding ist halt auch, ich habe halt De Bruyne verkauft. Also jetzt mal schnell wieder De Bruyne reinnehmen, geht auch nicht. Wenn ich jetzt De Bruyne kaufe, ist es auf. Es ist auf Garantie Minus, was ich da mache. Das kann nicht sein. Ich verstehe es einfach nicht. Vor allem Firmino hat ja mal zwei geile Tore gemacht, aber das war es dann irgendwie. Kommt wieder zum Kopfball Kane, aber hat nicht gereicht. Was ist denn los gerade? Kane kommt wieder zum Kopfball, aber macht ihn nicht rein. Schade. Abseits. Bailly ist vorne. Ach du Scheiße, das heißt, er spielt jetzt schon auf totaler Angriff. Was? Das ist ja hart. Er scheint jetzt schon angepisst und keinen Bock mehr zu haben, wie es aussieht. Das ist eigentlich auch ein Foul. Pass auf, wir waren zuletzt dran. Nee, doch nicht. So, Ken, jetzt mach bitte mal noch eins, damit er so richtig angepisst ist. Scheiße, Scheiße, Mann! Ich mach einfach zu wenig aus diesen Situationen. Fast. Oh, was ist denn los? Fuck! Mané ist ja komplett im Arsch, sehe ich gerade. Ah, komm, wir wechseln mal. Ich verstehe es gerade nicht. Was ist denn? Was mache ich denn? Ich bin da eigentlich auch ziemlich fit. Okay, mein Hals, aber ansonsten Kopf ist dann alles gut. Irgendwie spiele ich gerade Kacke. Es war so klar, dass er jetzt ausrastet, weil meine Grätsche gut kam und seine halt alle dumm waren. Oh, er fängt ihn mir von dem Fuß weg. Na toll. Auch sehr schön. Scheiße.
Wäre aber auch nicht ganz verdient, würde ich nur behaupten. Schöner Seitenwechsel auf Müller, der noch volle Power hat. Ich habe natürlich direkt auf Schießen gedrückt. Was soll ich sonst gemacht haben, ey? Und ich auch nicht flach oder sowas zweimal schießen, sondern einfach nur auf Schießen. Meine Fresse, hätte das einfach mal das 2-0 sein müssen. Fuck, Mann, es gibt solche Sachen, die gehen mir immer wieder auf den Sack, wie halt das nicht direkt schießen wollen. Ja, ich reg mich nicht auf, das Spiel schlecht. Nicht aufregen, es war wieder alles ganz anders eingegeben. Danke. Oh, ich habe halt eigentlich Lust, da nochmal eine Folge aufzunehmen und nochmal zu spielen, aber ich weiß nicht, ob das schlau ist, so wie ich gerade spiele. Oh, nicht mal. Oh, nicht mal das macht er rein. Und das war dann halt auch wieder leeres Tor, ne? Eieieiei. Stümperhaft gewonnen, aber gewonnen ist gewonnen. Ich überlege echt, ob ich jetzt noch eine Aufnahme mache. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht so richtig entscheiden, verdammt nochmal. Bock hätte ich schon, gut wäre es auch, weil ich halt einfach Spiele brauche. Ich habe halt nicht so viel Zeit am Sonntag und weiß nicht, wie ich am Samstag schaffe. Was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich werde noch eine Aufnahme machen und werde es vom nächsten Spiel abhängig machen, ob ich dann in der Aufnahme zwei oder ein Spiel aufnehme. Also dann liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.